So, hallo liebe Freaks von Espresso TV. Jetzt machen wir hier nochmal eine kleine Mühlenjustierung. Ein Kunde hat gerade die Mazza Mini mitgebracht und so einen Kaffee von so einem komischen amerikanischen Riesenkonzern. Gibt es eine coole Reportage auf Arte, auch über Starbucks, wie die arbeiten. Kann ich echt mal empfehlen, das anzugucken. Was mir jetzt auffällt, dass hier die Dosierung relativ schon weit in Richtung fein ist. Aber ich gucke mir das an. Ich versuche, der muss etwas gröber sein, aber schauen wir mal das Ergebnis an. Wenn ich jetzt hier drücke, passiert nichts, weil ich ja in der Programmierung vom Zeitmodus drin bin. Also gehe ich hier zurück und jetzt einmal, zweimal drücken und jetzt kommt die Doppeldosis raus. Und mir kommt der Kaffee zum einen sehr dunkel vor. Er riecht auch ganz schön extrem und von der Menge sehe ich jetzt, 13,5 Sekunden ist also schon sehr wenig Masse drin. Und jetzt probieren wir es aber mal mit dem Setting und gucken mal, was bei rauskommt. Hier an der Pro 700. Das hier verteile ich jetzt einigermaßen gleich. Also hier. Der Leveler erwischt es gerade noch und dann kann man das Ganze auch antempen. Und jetzt machen wir einfach mal Try and Error, nehmen einfach mal so ein Glas, weil im Glas sieht man es am besten. Ne, der Ausfluss ist doch etwas wässrig. Ich würde jetzt vermuten, entweder sind die Bohnen schon ein bisschen länger drin. Aber ist zu wenig Masse in jedem Fall. Also es schaut schon ja, nicht ganz so optimal aus, es geht. Aber jetzt probieren wir einfach mal, da noch etwas drauf zu malen. Jetzt guckt man es den Puck an und dann sehen wir schon, hier steht Wasser drauf. Also das ist natürlich das Zeichen, dass entweder zu fein gemahlen ist oder zu wenig Kaffeemehl drin ist. Also ich vermute, wie gesagt, die Malung ist zu fein eingestellt. Aber ist jetzt nur meine Vermutung und jetzt überprüfen wir das Ganze. Ist auch dadurch, dass es wenig ist, ziemlich matschig. Jetzt gehen wir einfach mal ins andere Extrem der Überextraktion. Das lassen wir einfach mal stehen. So, jetzt hoffen wir, dass wir noch ein bisschen Material drin haben. Ja, es könnte reichen. 1, 2, 3, 4. So sollte in etwa die Menge ausschauen. Also das sind jetzt, ich schätze, so 17 Gramm in etwa. Kann man hier auch so gleich verteilen, in der Art und Weise. Gehe ich trotzdem noch mal drüber. Presse an. Spanne ein. Und jetzt haben wir hier unseren Shot-Counter. Und das läuft schon relativ dünn raus. Und bei 25 hören wir auf. Und da sehen wir, dass wir ungefähr so bei 20 Milliliter sind in 25 Sekunden. Also von daher würde ich empfehlen, einfach jetzt hier ein bisschen gröber zu gehen. So, bin jetzt hier ein kleines bisschen gröber gegangen. Und dann brauchen wir hier natürlich frisches Material. Das alte Material haue ich dann erstmal raus. So, das ist jetzt der Rest, kippe ich weg und jetzt nehme ich frisches Material, hier mit dem Killer Knife. So, machen wir das mal ein bisschen vorsichtig auf.
Wow, ja, super ölig. Also das ist schon, sowas habe ich noch gar nicht gesehen, aber irgendwann ist immer Premiere. Also super, super ölig. So, jetzt wieder ausklopfen. Puck war schon etwas besser. So, jetzt brauche ich ja wieder frisches Material. So, in etwa jetzt wieder einigermaßen gleich verteilen, anpressen, zwei Tassen schnappen. Ja, okay, hier müssen wir noch mal kurz flaschen, damit es auch alles sauber ist. So, gleichzeitig sind die Tassen dann auch ein bisschen wärmer. Ist das Ganze kombiniert. Jetzt spanne ich wieder ein. Na, jetzt läuft es schon etwas schneller raus. Aber jetzt läuft es zu schnell raus, aber jetzt schaut es schon besser aus. Also jetzt erhöhe ich noch etwas die Menge und dann müsste es eigentlich passen. Also das schaut schon etwas akzeptabler aus von der Farbe. So, jetzt gehe ich hier einfach wieder auf T2 für einen Doppelbezug, drücke hier nochmal. Und jetzt gehe ich halt von 13,5, gehe ich mal hoch so auf 15,5. Ja, also wie gesagt, diese Bohne ist eine super Extrembohne. Sowas kenne ich jetzt selber nicht. Aber jeden Tag entdeckt man immer wieder was Neues und das ist jetzt in dem Fall wieder was völlig Neues für mich. Und völlig neu ist ja immer die neue Herausforderung. So, jetzt schauen wir, wie der Puck ausschaut. Hier sind zwei kleine Zonen von etwas Channeling. Also da habe ich da nicht ganz sauber gearbeitet. Und das werden wir jetzt noch im letzten Versuch etwas optimieren. So, hier wie gesagt nochmal Flaschen. So, die Menge sollte jetzt in etwa reichen. Ist jetzt meine Vermutung, wenn es zu viel ist, können wir hier immer noch mal runtergehen. Also wie man sieht, ist es jetzt schon in etwa gleich. Wahrscheinlich noch eine halbe Sekunde weniger würde auch passen. Aber das ist jetzt einfach das Experiment von Try and Error. Und jetzt gucken wir einfach, wie er rausläuft. Eventuell mit der Temperatur noch ein kleines bisschen runter, aber Ausfluss schaut eigentlich ganz gut aus. So, nächstes ist jetzt die Geruchsprobe. Nochmal. So, einfach mal testen. So, und dann mache ich hier meinen Test. Peter, du kriegst jetzt auch einen nicht mehr ganz frischen Espresso. Ja, das werden wir jetzt sehen. Also, der ist schon extrem im Geschmack. Also, sehr bitter, ja. Wow, für mich ist es jetzt nichts, aber okay.
da bin ich wahrscheinlich zu verwöhnt und also wie gesagt, da müsste ich mal einen Röster fragen, was er zu sowas meint. Wie gesagt, für mich ist das Ganze neu. So einen Kaffee habe ich jetzt noch nie probiert. Auch die Art und Weise, wie der geröstet ist, dass er so schwitzt. Da muss ich mich dann jetzt einfach noch mal ein bisschen schlau machen, warum das so ist und warum das so anders ist, wie jetzt zum Beispiel. Nehmen wir einfach mal einen anderen Espresso, den hier, den ich ja vorher schon gehabt habe. Gucken wir mal, wie der ausschaut. Ich leere das einfach mal hier hin. So, das ist etwas, das kenne ich. Und das ist etwas, das kenne ich nicht. Okay, also schaut komplett anders aus. So ist eigentlich die Ware, wie ich sie kenne. Oder gucken wir mal noch bei einer anderen Rösterei aus Pescara. Das hier ist jetzt aus Padua da in der Nähe, also bei Venedig. Das hier ist jetzt Pescara. So, dann machen wir noch mal einen auf. Den hier wollte ich eh probieren. Wie der ausschaut, das ist jetzt die Mischung von der Barista-Weltmeisterschaft. So. Also kommt alles auch doch relativ nah hin. Da sieht man natürlich auch die Mischung der verschiedenen Bohnensorten. Also das hier ist schon etwas interessant. Und da mache ich mich einfach nochmal schlau. Wie gesagt, da kann ich jetzt einfach nichts zu sagen. Nur optisch merkt man einfach, dass das irgendwie komplett anders ist. Aber ja, okay. Und dann in diesem Sinne, also die Mühle teste ich dann jetzt nochmal mit dem anderen Kaffee, wie das dann ausschaut. Aber das hier ist schon super extrem und ja, dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut und dann bis gleich, okay? So, jetzt sind alle Bohnen draus und jetzt kommt dann Mühlenreiniger rein, damit wir das Ganze ein kleines bisschen neutralisieren, okay? Die Mazza Mini hat in etwa einen Totraum von 5 Gramm. So, wie man sieht, jetzt ist zumindest der alte Schmodder weg, oder Schmodder kann man nicht sagen, ist ja ein Naturprodukt. So, tun wir das hier mal weg. Ja, und jetzt hauen wir mal von der neuen Mischung was rein. Und jetzt muss ich natürlich auch erst wieder was durchlaufen lassen. Und da ist eben gut, schon mal sehr gut, dass dieser Mühlenreiniger natürlich ist. Der ist praktisch auf Maisbasis, biologisch und das ist einfach wichtig. Hier dieser Grinds, glutenfrei, dass es einfach ein Naturprodukt ist, dass man da keine Chemie durchjagt. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit, so schaut es schon besser aus. Jetzt noch, das ist noch von Starbucks die Mischung. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie eine aus meiner Sicht normale Espresso-Mischung rauskommt. Ich vermute, da müssen wir dann wieder ein bisschen in Richtung grob gehen, aber guck mal einfach. Das ist jetzt einfach experimentell. Wenn mir die Menge reicht, so, mache ich jetzt einfach den Notausschalter, das ist natürlich Trick 17, weil die Menge ist jetzt, die Zeitdauer ist zu lange. So, jetzt kalibriere ich das wieder und mache hier wieder die Gleichverteilung. Interessant wäre jetzt auch eine Waage, um mal zu wissen, wie viel
man jetzt drin hat, aber ich schätze so ungefähr 17 Gramm. Und als Basis natürlich für guten Espresso ist neben einer guten Mühle, guter Maschine und einem guten Barista natürlich auch gutes Wasser. Und da kommen wir dann gleich wieder dazu. Also einspannen, Pumpe an, Hebel ziehen und jetzt schauen wir, was passiert. Die Ausflussfarbe ist schon etwas anders. Und wir achten jetzt hier auf diesen Eichstrich und dieser Eichstrich sollte so nach 25 Sekunden knapp überschritten sein. Okay. So, jetzt haben wir hier unseren Test. Also wie gesagt, jetzt muss ich nur noch die Zeitdauer wieder reduzieren an der Mühle, weil das ist zu lang. Geruch passt. Ja, Geschmack ist jetzt ganz anders. Also wie gesagt, für mich ist das jetzt auch eine Premiere. Die Sorte habe ich jetzt noch nie probiert. Die hat etwas mehr Säure drin. Und Mocador ist es, das ist Gran Michela. Und da müsste ich jetzt vom Röster nochmal schauen, was praktisch da so, wie da sein Profil oder seine Empfehlung ist, von der Temperatur, von der Grammatur etc., um da einfach ein bisschen näher hinzukommen an den optimalen Geschmack. Aber so von der Crema, von der Farbe geht es schon eher so Richtung Espresso Italiano. Bisschen die ausgefallenere Variante, wie gesagt, hier würde ich sagen, so Säure ist 4 von 10, aber da müsste ich mich jetzt auch nochmal näher mit beschäftigen. Zumindest ist es jetzt für mich ein besseres Ergebnis als bei Starbucks. Ja, Problem ist halt, ich bin jetzt auch kein Röster, der so tief in der Materie drin ist. Ich mache das jetzt einfach rein experimentell und das ist für mich die einfachere Herangehensweise. Was natürlich auch noch interessant ist, das dann nochmal mit dem Refraktometer zu messen, um zu schauen, wie viel TDS genau sind, also Total Dissolved Solids, also wie viel Prozent gelöste Feststoffe sind dann drin im Espresso, weil das macht ja dann den Geschmack aus. Und das war es jetzt soweit. Okay, also Mühle ist in etwa eingestellt. Ich reduziere jetzt nochmal die Zeitdauer. Gehe ich wieder runter bei T2. Sieht man hier, mal grad lasse ich. Aber da gehe ich jetzt runter so auf 13 Sekunden. Das reicht locker. Okay. So, das ist jetzt in etwa meine Einstellung. Jetzt überprüfe ich nochmal kurz, wie es bei T1 ist. Wie viele Sekunden da eingestellt sind. 9,8 würde ich auch eher dann runtergehen auf 8,5. Das ist dann zu viel. So, okay, das war's. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.